Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei King of Retail. Wir haben das letzte Mal letztendlich den zweiten Laden gekauft, allerdings bin ich natürlich mit der Aufteilung nicht so zufrieden. Was mir schon mal ganz gut gefällt, ist, dass der Eingang hier in der Mitte ist und nicht hier irgendwo auf der rechten Seite. Das heißt, ich kann heute ohne Probleme umbauen. So, wenn ich jetzt halt Lagerraum hinzufüge, und das würde ich nämlich gerne hier machen, dann kann ich den jetzt halt im Grunde dann gleich mal hier rüberwärts ausbauen. Und ich würde auch sagen, dass ich gleich insgesamt 6 Felder hier mache, weil die 2 kommen nämlich weg. So, die Regale, die müssten dann eigentlich hier irgendwo in der Ecke liegen, die dürften nicht verschwunden sein. Mitarbeiter möchte ich tatsächlich auf der Seite lassen. Das wäre mir jetzt halt, auch recht. Aber ich würde jetzt erstmal nur einen Zweierraum machen. Also nur so, dass wir 2 Räume haben. Das sollte normalerweise ausreichend sein. Das kostet uns schon mal 10.000. Das heißt, wir haben noch knappe 9.000. Nicht einmal mehr. 8.500 haben wir dann noch über. So, wir brauchen allerdings auch eine Tür, bitte. Wände, hier, Tür. Tür soll bitte hier hin, dass der Lieferant hier auch reinkommt. Die Kasse kommt natürlich da wieder weg, das ist ganz klar. Würde sagen, dass mir das so passt. Also der Laden wird dann nach hier hinten ausgebaut. Ich denke mal, dass ich hier auch nur noch diese 6 Felder insgesamt dazu nehme und das sollte dann reichen. Im anderen Laden haben wir ja auch im Grunde hier nur, glaube ich, 6 Felder auch insgesamt. Sollte im Normalfall auch reichen. Es kommt halt immer darauf an, wie man es stellt, ne? So, damit wären wir bei 10.400. Das heißt, wir kaufen. Und wie man sieht, die Sachen verschwinden hier rein. Das ist in Ordnung. Auch die Kasse ist verschwunden, weil jetzt halt natürlich die genau vor der Tür gestanden ist. Ja, dann passt mir das. Dann haben wir jetzt halt noch 8.400. Dann würde ich sagen, bestellen wir mal ein paar von den Shirts. Bestellungen, Handbekleidung, Hemden, langärmlich. Und ich habe gesagt, wir richten das Ganze mit La Fashionable ein. Von daher nehme ich jetzt auch nicht einmal so viele. Also ich nehme schon viele Shirts, ganz klar, aber nicht in den Mindestbestand. In den Mindestbestand werde ich jetzt halt mal nur 10 Stück packen. Nehmen wir die bis 14.30 und nehmen wir, doch, ich nehme wenn dann wahrscheinlich am Ende alle rein von La Fashionable. Deswegen machen wir jetzt einmal die 2 Kollektionen bis dahin. Holzfällerhemden lassen wir mal raus, die lassen wir auch immer raus. Gucken wir mal, wo wir hinkommen, weil ich muss ja die Einrichtung auch noch kaufen. 10, 10, 10, 10. Sollte ja anfangs reichen. Dann haben wir 1600. Das ist okay. Jetzt überlege ich gerade, wir haben Lager, haben wir eigentlich alles, ne? Wie viele Artikel haben wir jetzt? 110. Also wir haben 11 Artikel. 2, 4, 6, 8, 10, 11, ja. Na gut, dann nehmen wir noch welche mit rein. 12, 13, 14. Dann nehmen wir die 13 auch noch mit rein. Dann haben wir eine schöne gerade Zahl. Dann sind wir bei 2000 und dann haben wir immer noch ein klein bisschen Puffer. Den heben wir uns auch auf. Also von daher 140 Artikel. Ich muss mich nur schicken, dass ich den Lieferkorb so schnell wie möglich dann da reinpacke ins Lager. So halt, Lager. Ja, es bleibt zwar geschlossen, aber Öffnungszeiten mache ich dann gleich mal. Wir machen immer von 8 bis 8. Da fangen wir gleich, mit den Zeiten an. Ich meine, klar, jeder macht's anders. Ich bin mir auch sicher, ihr schreibt mir einiges an Tipps rein und so weiter, wie ich es denn machen könnte. Ich mache es jetzt mal so. 8 bis 8, 8 sollte okay sein. Und wieso habe ich hier Bewerbung liegen? Maike Knapp. Keine Ahnung, ich habe noch keine einzige Bewerbung angeguckt, aber ist auf jeden Fall auch mal interessant, wenn wir uns die mal anschauen. Ich denke, dass das ein Bug war jetzt halt hier. Ich hasse Pessimisten und ich hasse es, wenn die diese Schnauber haben, ne? Wegen den Kunden. Das sind 2 so Sachen, die mag ich überhaupt nicht. So,
L34, sicher, das ist gut. Die ist überall niedrig, mit der Sicherheit ist sie hoch. Und Mittel beim Marketing. So, die nächste. Da haben wir sie, ne, launisch und will auch noch höhere Löhne für das, dass sie dann die Kunden anschnauzt. Okay, 10,35 ist aber überall niedrig. Kann man ja ausbauen, ne? Und vor allem, wenn wir jetzt zu dem Konzern ja die Mitarbeiter da haben, die können ja dann auch noch. Oh, das gefällt mir schon mal. Auf jeden Fall charismatisch, kann länger arbeiten, also braucht weniger freie Tage. Ist zwar hier schneller runter, aber ich lasse die ja eh meistens nicht zu lange arbeiten. Okay, 69 nimmst du an. Du bist eh noch überall sehr niedrig. Schau mal dich mal an. Ich stelle die jetzt eh noch nicht ein. Fortsetzen, die hat wenigstens Shirts drin, aber das sind zwar Frauenklamotten. Ich halte das für vernünftig und zumindest den Daumen nach oben. So, Kasse hoch. Aber die wird mal auf jeden Fall an der Kasse zu Diensten sein hier. Hä? Da eben. Ich dachte mir jetzt ja schon, warum liegt da noch mal was drin? So, hier machen wir natürlich noch nichts. Da machen wir auch noch nichts. Der Laden bleibt geschlossen. Wir gehen einmal rein in den Shop. So, die anderen Läden hatten Stufenaufstieg. Das ist doch gut. Haben wir 16 Punkte schon mal. Wir gehen zum Laden. Konzernvermögen ist schon wieder 12.000. Also wir werden auf jeden Fall hier einen Puffer bekommen. Was bist du? Du bist die Kasse. Du bist das Lagerregal, du bist ein Aufsteller, dann bist du mein Lieferdingsi. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, der haut wieder ab und sagt, der kann die Ware nirgends hinlagern. Liefereinheit. Ich brauche auf jeden Fall einen zweiten, weil der ja mit 140 Artikel kommt. Da steht er, da steht. Oh, ich hau dir ins Knack. Nicht genug Platz. Mann. So. Nicht genug Platz, ey. Ja, vor allem, der liefert ja nicht mehr, ne? Das ist ja das Nächste. Das ist ja noch das Nächste, dass der nicht nochmal ausliefert. Der sagt, nö, da ist kein Platz mehr, haut er wieder ab. So, dann packen wir mal aus. Vielleicht kommt der ja nochmal, ich weiß es ja nicht. Aber ich hätte daran denken müssen, ne, dass ich nur 120 Artikel bestelle und den Rest dann eben später. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir hier wieder alles auf 15 Artikel nach oben packen. 160 kriegen wir in das Regal rein. Aber da müssen wir natürlich erst einmal noch ein bisschen Geld ansparen. Aber gut, der andere Laden, der arbeitet ja für uns. Insofern ist es ja auch nicht schlecht. So, ich probiere es trotzdem nochmal, aber ich glaube, genau, die liefern nicht. Alles klar. Dann können wir das eben erst am nächsten Tag machen. Was habe ich da? Da haben wir nochmal einen Ständer. Ich habe hier nochmal einen Ständer. Bitte nichts Falsches denken. So, das heißt, wir haben 8 Stück als Kollektion, die wir schon mal reinhängen können. Langärmlich das da bitte. Platziert zuerst. Ja, ist in Ordnung. Warte mal, dann mache ich dich. Nee, wenn, dann machen wir dich so, ne? Einmal. Das kann ja nicht sein. Ah. Weil die Kasse hier. Kannst du aufhören, jetzt so zu rennen? Danke. So, dann kommst du jetzt erstmal hier hin. Das ändert sich ja eh alles noch. Also. Dabei bleibt es ja nicht. Das ist ja jetzt wieder nur so ein erstes Einräumen hier. So. Langärmlich. Wir fangen hier einfach oben an. Packen hier jeweils immer 5 Stück rein. Dann müssen wir dann die Farben natürlich noch ändern von den Aufstellern. So, dann
Das bunte Zeug. Und dann eigentlich den Rest, weil so viel haben wir dann gar nicht mehr, ne? Doch, 4 Stück haben wir jetzt halt noch, genau. Dann die letzten 4, die noch über sind. Aktuell wird mich der Laden jetzt halt einfach nur Geld kosten. Also verdienen tue ich jetzt da in den ersten 3, 4 Tagen nichts, weil ich ja immer wieder zumache. So, dann haben wir jetzt halt hier nochmal für 4. 14 habe ich bestellt, ne? Das heißt also, 2 haben wir jetzt halt hier noch. Langärmlich, La Fashionable. So, wir haben hier aufgehört. So, dann kommen natürlich nochmal 2 Stück für den nächsten Aufsteller. Und dann können wir eigentlich hier gleich die nächsten 4 nehmen für den vorerst letzten Aufsteller. So. 1261, ja, bestellen wir gleich. Dann kommt am nächsten Tag normalerweise der Rest von dem, plus die 60 Artikel, die wir jetzt halt neu bestellt haben. Schauen wir mal. Ich lasse es jetzt mal so, wir gehen jetzt mal zurück ins Büro. Wir schauen uns gleich nochmal die Bewerbungen an. Weil wenn wir den Laden öffnen, dann soll der bitte auch sofort laufen. Wieder ein Pessimist. Ah, hoch an der Kasse haben wir schon mal 2 Kassierer. Das ist doch gut. Mit 2 Kassierern können wir auf jeden Fall den Tag gut wuppen. Weil eine Schicht übernehme ich und die anderen 2 werden dann auf die beiden aufgeteilt. Aber ich akzeptiere, der hat wenigstens einen Smiley. Und der hat bei Verkäufe hoch. Das ist doch auch gut. Er ist zwar schneller pessimistisch, aber er ist zumindest nicht so jemand, der die Kunden anschnauzt. Das wollen wir ja nicht. So, wir machen natürlich Plus, Minus. Ist ja auch klar. So, was würde mich jetzt der Ausbau nochmal kosten? Ich möchte jetzt nur mal gucken. Und zwar die 3 hier würden mich kosten 3640. Das heißt, wir gehen jetzt mal... Das ist echt blöd, ne? Weil jetzt muss ich quasi in den Konzern, um Geld zu verschieben, muss dann aber in den Laden, weil ich nicht mehr hier zurück kann ins Büro, um das dann noch zu machen. Echt doof. Echt doof. Na gut, halt. Du musst den Laden geschlossen halten, weil sonst kommen die Kunden. Das wäre nicht gut. So. Dann gehen wir mal in den Konzern zuerst. Ja, dass du noch keinen Plus machst, ist klar. Wir gehen zur Stadt. Dann schauen wir erst einmal hier nochmal drauf. Das passt eigentlich noch, ne? Vor 3 Tagen. Plus 8%, also da geht es schon runter, ne? Aber wir haben immer noch einen erwarteten Gewinn. Das ist doch gut. So, den Konzern lasse ich ja auch noch da, wo er ist. Solange ich nicht den 3. oder 4. Laden kaufe, lasse ich das. Ja. Hier, zum einen schieben wir von dem Laden etwas Geld weg. Wir haben 6.300, das heißt, wir schieben jetzt mal, ja, machen wir mal 2.400. 2.400. Schieben wir, nein, nicht zum Laden, Geld abheben, also so zum Konzern überwiesen, ja, 2.400. Dann haben wir noch 4.000 drin, das ist doch gut. Und in den Shop müssen wir jetzt natürlich was reinzahlen und da schieben wir jetzt halt nochmal 12.300. So. Dann haben wir nämlich hier noch 5.000 im Konzern. Das ist ausreichend, dass wir unsere Angestellten hier zahlen und so weiter. Das passt. Dann können wir nämlich auch im Shop wesentlich besser weitermachen. Ansonsten, nö.
Ansonsten nichts, aber warum lieferst du nicht? Ja, ich hätte mir einen anderen Lieferanten raussuchen sollen. Aber ich bin aktuell ganz zufrieden mit dem. Dann ändere ich jetzt halt mal nichts. So, wir gehen wieder hier rein zum Laden. Ist eh doof, dass ich das nicht machen kann, dass ich sagen kann, jetzt den Tag wechseln oder sowas. Dass ich wirklich alle Läden im Grunde an einem Tag managen kann. Ah ja, gut, er kommt. Dann passt's ja. Lichter brauchen wir natürlich hier noch. Das können wir auch gleich mal machen. Hier Gestaltung, Lichter. Dann nehme ich eh nur die 0815 Lampen. Einmal hier in die Mitte. Und einmal, Moment, drehe ich mich mal um, dass ich das sehe. Einmal ungefähr da in die Mitte, dann passt es doch. So, jetzt haben wir natürlich nur die 80 Artikel, das ist okay. Aber wir werden auf jeden Fall auch ein zweites Regal brauchen, wenn wir das als Mindestbestand haben, ne? Weil wir haben ja schon mehr wie 160 Artikel. Und dann räumen wir jetzt noch die Aufsteller rein. Und ich denke, am nächsten Tag können wir dann auch aufmachen und den Tag mal laufen lassen. Ah, ich habe wieder vergessen bei den Mitarbeitern, ne? Doof. Bei den Mitarbeitern brauche ich auf jeden Fall einen Platz noch für den Marketingtisch. Das darf ich nicht vergessen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall den Pausentisch. Wir brauchen unbedingt die Kaffeemaschine. Ohne Kaffeemaschine geht gar nichts, ne? So, und schauen wir mal, ob wir den Computer noch daher bringen. Ach doch, das geht. Warte mal, dich drehe ich mit dem Gesicht zur Wand. Das passt doch. Stellen wir daher. Dann haben wir alles. Pausentisch, Kaffeemaschine, Marketing. Dann füllen wir jetzt mal hier die Artikel ein. Dreh dich mal ein bisschen. Da machen wir dann natürlich die letzten Dingershirts hier noch. Dann die schwarzen, die weißen, die orangenen. Und die anderen zwei kommen dann auf zwei Wandhänger. So. Kleidung hinten langärmlich. So, einmal da. Ich weiß, dass es nicht gut ausschaut. Das schaut aus wie hingerotzt. Aber es soll halt erst einmal einfach laufen. Also nehmt mir das nicht krumm. Langärmlich. So, und da haben wir jetzt dann noch die letzten zwei. Einmal das Grün. Ach so, wir haben ja nur noch zwei Shirts, ne? Das Grüne und das Blaue. Dann verkaufe ich den jetzt halt erst einmal wieder. Ja, schön gemütlich. Ne, wir wollen ja keine Hektik aufkommen lassen hier. So, dann wäre der Laden jetzt erstmal soweit fertig, dass man auf jeden Fall rein kann. Jetzt machen wir allerdings noch ein bisschen Gestaltung. Zum einen werden wir natürlich noch Lampen aufhängen. Ist das jetzt Mitte? Ich hoffe es. Im Grunde ist es auch egal. Hauptsache, wir haben Licht im Shop. Gut. Dann schauen wir mal wegen den Wänden und den Böden. Boden, Boden, Boden. Habe ich da irgendwelche Farben gespeichert, die wir nehmen können? Ich glaube, wir bleiben auf weiß wieder, ne? Was machen wir denn für einen Boden? Einen einfachen Glattboden und fertig. So. Die Wände, da würde ich wieder die Paneele nehmen. Und dann eben auch wieder, ja, in weiß. Können wir zum Beispiel jetzt die zwei und die zwei machen. Und wir nehmen wieder die blaue Farbe für hier vorne und für dahinten. Dann das Dach selber. Schauen wir mal, wie das ist mit den Farben hier. Blaue Balken. Und blau und weiß. Ja, können wir schon lassen. Das taucht schon. Achso, das ist so ein Metallboden, ne? Naja, das ist egal.
Dann das Farbschema. Blau und weiß. Kopieren wir mal. Schauen wir mal, wie das dann da ausschaut. Ja, warum nicht? Das andere haben wir, glaube ich, weiß und blau. Da machen wir es halt jetzt halt andersrum. So, dann packen wir hier noch Klamotten von La Fashionable rein. Da machen wir einmal das Aprikofarbene. Und hier machen wir eine Holzfäller. So. Absolut unterschiedlich. Gut. Jetzt überlege ich nur gerade, ob ich das doch noch ein bisschen anders hinsortiere. Oder das vielleicht hier eher so hinstellen. Es ist eh viel zu wenig Platz, es ist viel zu klein. Wir lassen einfach mal den Laden laufen dann. So, wir haben auf jeden Fall bei den Mitarbeitern, könnte man noch eine Lampe reinhängen, ne? Ich bin ja nicht so. So, eine Lampe sollte reichen. Machen wir innen auch noch die Wände. Warte mal, wir machen so einen Boden hier. So, machen wir so. Und die Wände machen wir in Steinoptik, dass sie sich wie im Knast fühlen. Ja, warum nicht einfache weiße Wände mit so einem Silberstreifen mit drin. So. Und einmal die Farbe hier noch im Geschäftsblau. Okay. Ist jetzt nicht wirklich... kann das sein, dass hier das Dach anders ist? Ja, tatsächlich. Also die Räume sind tatsächlich anders aufgeteilt. Okay. Wenn, dann wäre es schon gut, wenn das überall gleich wäre, ne? Aber ach, ist egal. Wir gehen hier sowieso so gut wie nie rein. Da haben die Mitarbeiter mit zu kämpfen und das Lager, das ist mir total Rille. Das lassen wir so. Gut. Damit gehen wir einmal zurück in den Shop. Ins Büro, meine ich. Dann können wir gleich das Geld in die Hand nehmen und die Verkaufsfläche ausbauen. Achso, ja, die Shirts, ne? Was kostet denn das, wenn ich das gleich groß mache? 6.800, komm, das machen wir. Halt, die Wanduhr bitte weg. Achso, nee, da muss ich ja auf Wände gehen. Wand entfernen, hier, dann wird das wieder in eine Box gelegt, ne? Aber dann hätten wir gleich eine schöne Größe. Jetzt lassen wir es dann erst einmal laufen. Und schauen mal, wie das Ganze läuft. So, neue Mitarbeiter. Eine dritte Kasse wäre super, aber mit zwei Kassen bin ich auch schon mal zufrieden. Okay, der verärgert wieder Kunden. Das halte ich für vernünftig. Verkäufe hoch, vergiss es. Artikelhandhabung, du kommst, wenn dann, ins Lager. Wir schauen uns aber erst einmal noch die Leute an. Ne? So, eine Schlafmütze mit Charisma. Bisschen mehr, alles klar. 16, aber mehr gibt es nicht. Mittel bei Verkäufen, das ist doch gut. Mittel bei Verkäufen und auch noch hoch bei Sicherheit. Das heißt, es ist eine ideale Verkäuferin. Ich denke, dass ich das komplette Team hier einstellen werde. Vorstellungsgespräch starten. Verärgert wieder Kunden. Sicher, das ist gut. Was kannst du? Du kannst gar nichts. Okay, dann lass uns mal ganz nach vorne gehen. Zuerst werden wir mal die zwei einstellen, die für die Kassen gut sind. So, der Mister war das. Kimberly Schnell kann nix. Kimberly Rieger. Das sind da zwei, die Kimberly. Nee, Kimberly und Kimberley. Okay, du kannst auch nichts da. Kasse hoch, Dana Schumacher.
Ja, stell mal ein, haben wir schon mal unsere zwei Kassierer. Larissa Konrad. Verkäufe hoch, der Matthias Eckert. Den können wir auch in den Verkauf loslassen. Der kann halt Frauentops und Frauenschuhe. Ja, schön, aber ich hoffe, er kann auch so Sachen verkaufen. Von daher würde ich ihn jetzt als Verkäufer einstellen, Matthias Eckert. Lass mich mal zurück, weil sonst komme ich wieder durcheinander mit den ganzen Leuten. Mr. Mister, oh, das ist ein Charakter, den habe ich erstellt in Mr. Mister. Du kommst an die Kasse, haben wir gesagt. Kassierer. Ganzer Tag. Du stehst jetzt den ganzen Tag an der Kasse. Nee, Quatsch. Du startest deine Arbeit um 16 Uhr. Du bist in der Spätschicht an der Kasse. Und das war's. Dann haben wir noch die Dana Schumacher. Du kommst auch an die Kasse. Und du machst dann die Arbeitszeit von 12 bis 16 Uhr. Ich stelle auf jeden Fall noch eine zweite Kasse hin, ne? Weil ich werde jetzt ja die Früh abdecken und dann Mittel- und Spätschicht werde ich dann quasi an der Kasse bleiben. So, damit haben wir schon mal die zwei. Matthias Eckert wird Verkäufer. Da würde ich sagen, ich richte die jetzt auch mal nur nach 4 Stunden ein. Also ich werde auch ihn um 16 Uhr starten lassen, ohne Pause bis 20 Uhr. Dann gucken wir mal, was wir noch für einen Verkäufer vielleicht finden, weil Verkäufer sind auf jeden Fall wichtig. Kannst du verkaufen? Du bist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Fortsetzen ist halt für die Sicherheit hoch, ne? Das ist im Grunde nicht schlecht. Also, Larissa Konrad, Verkäuferin. Verkäufe, Artikelhandhabung. Ach so, aber du warst der Schnauber, ne? Der Launische. Nee, ich möchte jetzt erst einmal Verkäufe haben. Verkäufe, Mittel, Sicherheit hoch. Ja, stell mal ein. Charlotte Gerber ist dann unsere nächste Verkäuferin. Und das war's dann erstmal. Dann tun wir mal die zwei noch einrichten für den Verkauf. Dass wir auf jeden Fall drei Leute haben. In der Früh, Mitte und Spät. So, du noch in der Früh. Nee, Arbeit beenden um 12. Passt. Gut. Dann brauchen wir noch jemanden, der auspackt. So, Einzelheiten. Schnaub. Warte mal, gehen wir hier zurück. Artikelhandhabung hoch. Ihn wollte ich nehmen zum Auspacken und Artikel verräumen. Der Toni als Auspacker und Auffüller. Und zwar in der Früh von 8 bis um 12. Ihm werde ich allerdings jetzt gleich am nächsten Tag erst einmal einen Tag freigeben, weil wir haben ja schon alles ausgepackt und eingeräumt. 10:35, 9:60. Okay, dann haben die ersten beiden gewonnen. Kimberly Shell, zuerst mal mit dir. Kimberley Rieger stellen wir ein. Du kommst auch ins Auffüllteam. Ganzer Tag, auspacken, auffüllen. Oder warte mal, habe ich nicht hier jemanden? Auffüllender Detektiv, genau, haben wir ja noch. Weil es gibt in der Mittagszeit niemanden nichts zum Auspacken. Von daher würde ich sagen, nee, warte mal, wir lassen dich um 14 Uhr anfangen. Jetzt für den Anfang ist es noch in Ordnung, bis um 18 Uhr.
Das wird ja später dann eh wieder anders. Dann haben wir hier jemanden, der auffüllt ab 14 Uhr. Genau, dann sollte das doch schon mal ganz gut laufen. So, und im nächsten Part werden wir dann noch eine zweite Kasse aufstellen. Dann schiebe ich nämlich schnell die eine Kasse dahinter, stelle die zweite Kasse dahin, dann ist mir der andere Rest erst einmal total egal. Solange ich nämlich hier keine Unterstützung habe, werde ich mich darum nicht kümmern. Wir hängen bloß den Hänger noch auf und dann sollte es für den Anfang jetzt erstmal passen, hoffe ich. Gut, aber das wollen wir beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen jetzt haltet. Und Abo nicht vergessen, solltet ihr das noch nicht gemacht haben, dass ihr keine weiteren Uploads verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.